Sie hat vor 90 Jahren den Wendeschlüssel erfunden. Natürlich nicht sie, aber die da hinten, die heutige Dormakaba. Und der Wendeschlüssel ist immer noch omnipräsent. Ich bin überzeugt, Mechanik hat selbst in der modernsten Zutrittslösung nach wie vor ihren Platz. Es ist halt schon so, dass Mechanik einige Vorteile hat, sei es in den Beschaffungskosten, sei es in der Langlebigkeit und Robustheit. Und ich denke, überall bei diesen Türen, wo ich weder viel Berechtigungswechsel habe, noch eine erhöhte Transparenz brauche, also wer ist wann wo ihr, für all die Einsatzbereiche hat Mechanik nach wie vor absolut seine Daseinsberechtigung. Hat sich denn in diesen 90 Jahren gar nichts verändert? Die Produktion hat sich im Grundsatz nicht allzu gross verändert. Das heisst, die Produktionsverfahren von einem Schlüssel und von einem Zylinder sind doch relativ unverändert geblieben. Das heisst, Drehen, Fräsen. Was sich natürlich stark gewandelt hat, ist Prozesseffizienz, Automatisierung. Wir sehen hinter uns Roboter, die in der Gegend rumfahren. Das heisst, wir haben vor allem, wenn wir in der Schweiz fertigen, natürlich einen höheren Druck an Effizienz. Und da antworten wir darauf mit Automatisierung, mit automatisierten Prozessen, um überhaupt noch die grosse Nachfrage bedienen. Eine wichtige Veränderung, die sich natürlich auch ergeben hat in den letzten Jahrzehnten, ist, dass die Fertigung allein nur ein Teil ist von der Wertschöpfungskette. Wichtig ist natürlich auch, was vorgelagert passiert und was nachgelagert passiert. Wir haben viel Geld und Zeit investiert in Prozesse, die von der digitalen Auftragserfassung über E-Commerce, über unser Vertriebspartnernetz, bis in die Fertigung hinein, bis zu der Auslieferung, bis zum Kunden, letztendlich vollständig automatisiert und digitalisiert ist, auch da zum Prozesskosten möglichst gering behalten und die Lieferzeit möglichst schnell garantieren können. Wieso wird der Wendeschlüssel eigentlich immer noch in der Schweiz produziert? Der Wendeschlüssel wird immer noch in der Schweiz produziert aus hauptsächlich zwei Gründen. Das eine ist sicherlich die Natur des Geschäfts. Das heisst, es ist ein Unikat, so ein Schlüssel, der geht nur für die Türen, die er gehen soll. Wir produzieren erst dann, wenn wir Bestellung im Haus haben. Und da hilft natürlich Nähe zum Kunden, ungemein je näher beim Kunden, desto besser. Was natürlich auch noch drin spielt, ist der Wirtschaftsstandort Schweiz, also attraktiver Wirtschaftsstandort mit flexiblen Arbeitsbedingungen, mit höherer Qualität, höherer Präzision. Alles Elemente, die wichtig sind für die Fertigung von so einem hochpräzisen Produkt wie einem Schlüssel. Und das hat einen Effekt auf die Nachhaltigkeit. Kurze Lieferwege haben natürlich einen sehr positiven Einfluss auf die Gesamtbilanz von so einem Produkt, weil Produktion ist natürlich nur ein Aspekt, der beeinflusst, ob ein Produkt nachhaltig gefertigt ist oder nicht. Ein riesiger Vorteil der Mechanik ist die Lebensdauer von so einer Anlage. Die ist natürlich nicht zu vergleichen mit anderen Technologien. Die Lebensdauer, die sich eigentlich zusammensetzt aus der Robustheit des Produkts, also wie anfällig ist es, wie wartungsaufwendig ist es, aber natürlich auch, wie lange kann ich ihn abstellen. Und gerade bei uns ist es ein Service, dass man Schlüsselanlagen jahrzehntelang noch abstellen kann. Wir haben Schlüsselanlagen noch bei uns im Haus vom Jahr 1936, wo wir noch in Handschrift Bücher bei uns führen, damit wir immer wieder Abstellungen durchführen können. Und auch das ist, denke ich, ein kleiner Beitrag dazu, dass ein weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu einer langjährigen Nutzung von einem Qualitätsprodukt. Wie wichtig ist der Faktor Swissmade? Swissmade ist für uns sehr wichtig. Ich meine, am Schluss sind es unsere Wurzeln, unsere Herkunft. Dormakaba, entstanden aus Dorma und Kaba, hat einen Schweizer deutsche Geschichte und da kommen wir her, da können unsere Wurzeln und das hat natürlich eine grosse emotionale Verbindung auch mit dem Standort, auch von den Mitarbeitern um Standort rundherum. Das heisst emotional ein sehr wichtiger Faktor, aber auch betriebswirtschaftlich Nähe zum Kunden. Swissmade bedeutet auch sehr kurze Wege zu unseren Kunden. Trotz neuen Leben, sie wird in 90 Jahren wohl nicht mehr da sein. Und der Wendeschlüssel? Der Pascal Kegi hütet sich vor Prognosen, aber er sagt: Persönlich bin ich der Überzeugung, dass Mechanik einen riesen Vorteil hat. Und diesen Vorteil muss eine andere Technologie erst wegmachen, um die Mechanik vollständig zu ersetzen. Wenn aber irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass gleichwertige Produkte auf dem Markt sind, darf man auch nicht vergessen, dass die Baubranche eine sehr langzyklige Branche ist. Das heisst, selbst wenn irgendwann alle neue Anlagen nicht mehr mit Mechanik gemacht werden, wird es noch sehr, sehr, sehr lange Zeit gehen, bis der letzte Schlüssel und der letzte mechanische Zylinder aus dem Feld draussen ist. Das heisst, ich mache mir jetzt noch keine Sorgen für die nächsten Jahre. In dem Sinn, Happy Birthday, Wendeschlüssel. Mehr dazu unter safety-security.ch.